Mann, um mein Geburt, ey! Aufstehen jetzt hier, ey! Aufstehen jetzt! Aufstehen, ey! Was ist das, ey? Hä? Was ist das? Was ist was? Ja, heute ist dein großer Tag, mein Freund. Ja. Dein großer Tag? Ja, zwei. Du Tier! Du bist ein Tier, Niklas! Ja, du auch! Tier bist du! Steht auch vorne drauf hier! Ja! Animal! Animale! Hier, auf geht's, Digga! A day with Niklas Lifke! Ja. Das ist einfach der Epic Shit. Und zwar erstmal wunderschönen guten Morgen oder Tag, liebe Leute. Ja, ich war gerade in der Stadt und habe eine kleine Besorgung gemacht, denn für uns Süßen und den Powerlifter, der jetzt gerade nicht hier ist, den Niklas, geht's heute zum Zoll, denn wir müssen noch Sachen rausholen. Vor Weihnachten sind wir bei vielen Sachen tatsächlich ausgelaufen. Deswegen bin ich ganz froh, dass jetzt die ein oder andere Warensendung noch ankommt. Ich habe jetzt auf dem Rückweg nicht gefilmt, weil ich gerade eine Barauszahlung machen war und nicht unwesentlich viel Geld gerade bei mir hatte und deswegen nicht noch mit der Kamera rumfuchteln wollte, sondern den Kuvert genommen habe und einfach schnell wieder ins Auto gegangen bin. So, meine Freunde, ich fahre jetzt los. Wir sehen uns gleich auf unserer Mission, Sachen aus dem Zoll zu holen. Ihr seid live dabei, hoffentlich. Was muss ich machen? Gar nichts, einfach nur draufhalten. Ah, nice, Alter. Ja, dann erzähl mal, wo wir jetzt hinfahren. So, meine Freunde, wir sind jetzt gerade, wir haben uns gerade gekräftigt, ja, wir haben gerade gefrühstückt. Was hast du gefrühstückt, Niklas? Alles. Alles. Niklas hat alles gefrühstückt, ich den Rest. Und wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg nach Köln zu Avis. Warte, mach das, die Mucke mal aus, nachher krieg ich hier Gamer-Strike. Zu Avis, Dings LKW-Vermietung. Und dann ziehen wir uns einen schönen Sprinter, meine Freunde. Und dann seid ihr live dabei, wie wir Ware aus dem Zoll rausholen. Deswegen war ich auch gerade eben bei der Bank, denn Zoll und Umsatzsteuer bezahle ich bar. Und dementsprechend war das auch nicht allzu wenig. Und ich habe gerade eben das Ding dann nicht weitergefilmt. Aber das habe ich euch schon erklärt. Jetzt geht es auf jeden Fall los, meine Freunde. Ein Abenteuer, sage ich euch. Ein Abenteuer. Auf geht's. Ich bin eins zu weit gefahren, ne? Ja. Fuck! Ich bin eins zu weit gefahren. Okay, drehen wir nochmal eine Runde, dass wir nochmal Drecksbacken auf der richtigen Seite stehen. Das machen wir so aber nicht. Fuck! Jetzt kommen die ganzen Wichsers da. Please! Ihr habt doch eh alle rot, Mann. Lasst mich doch mal durch, ihr kleinen Stricher. Bist du behindert? Soll das? Meine Fresse! Oh, Maler. Ey, so Leute, ich muss das mal kurz erklären. Ich hasse Leute, die ohne Rücksicht auf andere Auto fahren. Weißt du, da will einer rausfahren. Er stellt sich einfach mal komplett vor mich, Alter. Das raff ich nicht. Ich fahre immer so, dass ich gucke, was andere machen. Ich hasse das, Alter. Aggression krieg ich da. Jetzt habe ich das angenommen. So, jetzt müssen wir mal hier gucken, Alter, wie das jetzt hier läuft. Mann. So, jetzt haben wir, wie gesagt, direkt die Tankstelle ist bietet sich ja quasi an. Macht Sinn. Und einmal da, dass wir denn dann auch die Versicherung runtergedrückt haben auf null, dass es keine Erfindung von mir war. Und überweg, ja. Dann sehen Sie aber schon rechter Hand den Marktplatz. Okay. So Leute, wir haben jetzt unseren Schlüssel bekommen und ich suche mir jetzt einen Weg zu diesem Parkplatz, wo anscheinend unser Sprinter steht. Wie man gerade sieht, habe ich mich jetzt schon
super Verfahren. Ging eigentlich jetzt relativ schnell. Jetzt muss ich nur noch den Weg dahin finden. Und dann geht es auch schon los Richtung Köln-Bonn-Flughafen. Denn die Lieferung, die wir abholen, war eine Luftfrachtlieferung. Und deswegen müssen wir dahin. So geht das jetzt hier lang. Geht das? WI 5198. Da ist es hier. Alter, ist das ein langes Ding, Alter. Bitte 2 Meter Rangierabstand halten. Wunderbar, Mann. So. Okay, wir parken einfach mal hier rein. Zack. So, Freunde, das ist das Problem. Alter Verwalter. Das ist ganz schön lang, meine Freunde. Gucken, darf ich jetzt einen Carporn drehen? Hau mal einen heftigen Carporn. I'm OG, y'all new to the game. Let's go. Siehst viel, ne? Ich sehe sehr viel, auf jeden Fall. So, jetzt. Hat das Ding einen Scheibenkratzer? So, erstmal hier vorne die Scheiße anmachen. So. Ja, wird. Also Leute, wir haben keinen Pieper hinten dran. Das Ding ist lang wie sonst was. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt los Richtung Flughafen. Ich hoffe, ich baue keinen Unfall. Aber wir sind erfolgreich versichert. Keine Selbstbeteiligung. Wunderbar. Abmarsch. I'm OG, y'all new to the game. So, Freunde, wir sind jetzt irgendwo angekommen. Ich weiß noch nicht, ob wir richtig sind. Glaube ich, noch nie Sachen aus dem Zoll rausgenommen. Mal gucken, ich brauche irgendwie. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 12. Ich würde mal fragen, wo Nummer 12 ist. Okay, hey, wir sind da eigentlich. Hier ist die Verwaltung von denen. Gucken wir mal. Gehen wir mal rein. Rein spaziert. Okay, Leute, wir waren noch nicht ganz richtig. Das war nur die Verwaltung. Müssen wir irgendwo da hinten das Frachtzentrum finden. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Wo parkt man da am besten? Fahr mal rauf. CSP. Wir fahren einfach mal hier lang. Mal hinten bei Schmilden, oder wie die heißen. Okay, Leute, wir sind jetzt drin. CSP. Zweites Obergeschoss vielleicht. Geht's noch weiter? CSP. Alles klar, ganz schön. So. Wir sind da. Kaiserstraße oder Kriegerstraße? Kriegerstraße, genau. 12. Genau, Zoll Import. Ja. Okay, das war's? Genau. Vielen Dank. Gerne. Schönen Tag noch. Ciao. So Leute, wir haben jetzt in den Unterlagen, ich kläre euch erstmal kurz, was wir jetzt überhaupt machen. Ich habe das jetzt schon mehrmals gemacht, ich habe es euch nie wirklich erklärt. Also, wir haben jetzt einen Import aus dem Ausland, ja, und wir machen die Verzollung jetzt selber. Dafür kann man auch eine Spedition beauftragen. Aber ich habe es jetzt hier in Köln, weil ich direkt nebenan wohne, meistens selber gemacht. Das ist die Spedition, die hat es gerade eingelagert. Jetzt habe ich hier die Original, den Luftfrachtbrief, Form A, das ist so ein Begünstigungsformular. Da muss ich jetzt zum Zoll die Waren rauslösen, mir das unterschreiben lassen, wieder zurück zur Spedition und dann kann ich die Waren mitnehmen. Und das machen wir jetzt. You've bought all the happiness, but
Leute, wir sind da, Flughafen Köln-Bonn, Cargo-Abteilung. Hier ist der Zoll und da gehen wir jetzt rein. So Leute, Niklas, erzähl mal, wie war es beim Zoll? Super. War super, ne? Ja. Wir haben jetzt irgendwie 40 Minuten da gesessen, bis das alles mal dann richtig eingetragen war. Anscheinend, ich habe ja jetzt mehrmals Sachen angemeldet, ne? Und beim letzten Mal war es die Warentarifnummer. Jetzt hat er sich entschieden, dass es doch eine andere Warentarifnummer ist. Dann musste das umgeändert werden, etc. etc. Ich bin einfach froh, dass ich das Zeug jetzt raus habe. Wir konnten die Rechnung bezahlen. Ich bin glücklich, wir fahren zurück nach Troisdorf und ja, das hier ist unsere Quittung zeige ich euch nicht. Wo ist mein Schein zur Abnahme? Was hast du geräumt, der? Flugzeug? Hier. So, hier ist mein gestempelter Schein. Jetzt kann ich meine scheiß Ware rausholen, jetzt bin ich zufrieden. Warum hupt das nicht? Ich dachte, das hupt jetzt so. Auf dramatisch. Also Leute, auf geht's. Wie ist das? Navi anschalten, mein Navi. Tschüss. Was geht's? So Leute, wir haben jetzt soweit alles gemacht. Wir sind wieder bei der Spedition angekommen. Wir haben die Karre hier reingefahren. Es ist richtig komisch, mit der rückwärts zu fahren, das zu rangieren und alles. Sehr ungewohnt, vor allem gerade eben haben wir zwischen den LKWs da hinten versucht, Parkplatz zu finden. Aber bis jetzt habe ich keinen Unfall gebaut. Jetzt warten wir darauf, dass uns der Kollege das Zeug hier ranfährt. Das ist immer Chaos. Wir sind jetzt schon wieder über 3 Stunden unterwegs für, weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, was er macht. So Leute, das sind 3 Paletten, das ist die erste, die müssen wir jetzt hier. So Leute, wir sind endlich fertig. Ihr seht, dass da im Hintergrund Kartons sind drin. Der Wagen ist jetzt mit Kartons beladen, die ich jetzt noch zur Mülldeponie fahre. Und ja, heute ist auch schon der 29. Ihr seht es hier, rote Wagen, draußen ist kalt. Das heißt, morgen ist das Wochenende, also morgen ist Freitag, der 30. Ist heute der 29. Ja, ne? Dann ist morgen der 30. Freitag. Sprich, 31. ist Samstag. Das heißt, wir können am 30. quasi schon Inventur machen. Das ist morgen. Und dann ist das Jahr zu Ende und nächstes Jahr wird es besser, meine Freunde. So.